Eine gewisse Spannung liegt schon über der Sekundarschule Barleben, denn zum ersten Mal stellen sich die Schülerinnen und Schüler der 7. Klasse einer Prüfungssituation. Es geht um die Auswertung der Bravo-Tage. Aus den Klassen heraus wurden Gruppen gebildet, die nach Branchen unterteilt Berufsbilder vorstellen sollen. Und deshalb wird auch die Gruppenleistung bewertet. Das Besondere daran ist die Tatsache, dass sich die Lehrer aus der Bewertung heraushalten. Bürgermeister Keindorf hat sich die Zeit genommen und den Leiter des Unternehmerbüros mitgebracht. Die Elternvertreterin sitzt genauso in der Jury wie die Unternehmer Gerald Gerling von der Weinhöppel GmbH und Andreas Richter von Ortstv Barleben. Dazu ein aufmerksames Publikum aus interessierten Müttern. Ein wichtiger Partner fehlt aber, denn die Vertreter der Oskar-Kemmer-Schule, sie sind die einzigen, die mit den Fördermitteln vom Europäischen Sozialfonds, dem Land und der Agentur für Arbeit bezahlt wurden, haben den Termin, der schon zweimal für sie umgelegt wurde, kurzfristig abgesagt. Wie wichtig ist eine frühzeitige Berufsorientierung? Ich denke, das ist sehr wichtig. Es gibt ja die Erfahrungen mit der 8., 9. und 10. Klasse. Jetzt sind wir eine Klassenstufe drunter in der 7. Damals, als ich zur Schule ging, gab es das Fach Unterricht in der technischen Produktion, UTP. Und da haben wir auch in der 7. Klasse angefangen. Ich denke, das ist gerade der richtige Ansatzpunkt. Ich erlebe hier eine Diskrepanz zwischen dem, was die Kinder erlebt haben in dem Bravo-Projekt, das durch die Oskar-Kämmerer-Schule ja durchgeführt wurde, und dem, was ich aus meiner Erfahrung als beruflichen Alltag empfinde. Glauben Sie, dass das noch verbesserungswürdig ist? Gut, ich kenne das jetzt nicht, was Bravo praktisch gemacht hat. Wenn Sie das so sagen, ist es natürlich für mich auch wichtig, dass die Jugendlichen das Berufsbild und die Anforderungen, die ein Unternehmer an zukünftige Azubis oder Arbeitnehmer hat, dass die das auch ordentlich kennenlernen, weil sie sonst sich ja nicht richtig hineinversetzen können in die Sachlage. Die Präsentationen der einzelnen Gruppen sind so unterschiedlich wie das Leistungsvermögen der Schülerinnen und Schüler. Mal zieht ein fittes Mädchen zwei Jungs mit, mal dominiert ein Junge seine Gruppe und schafft so eine gute Bewertung für alle. Mal ist ein starkes Team Grund für eine gute Benotung. Die Mitglieder der Bewertungskommission haben einen Vorteil. Sie kennen die Schülerinnen und Schüler nicht. Sie bewerten genauso wie ein zukünftiger Ausbilder, der auch nur das für seine Entscheidung heranziehen kann, was er im Moment der Bewertung an Informationen zur Verfügung hat. Trotzdem ist man mit der übergroßen Mehrheit der insgesamt 15 Vorträge sehr zufrieden. Das sind Archivbilder aus den Praxistagen im Ausbildungszentrum der Oskar-Kemmer-Schule in Zielitz. In der Reflexion der Schüler finden nur diese Tage statt. Die Einführungsveranstaltung und die Einzelgespräche mit den Kindern, der Berufswahlpass und möglicherweise der ergänzende Unterricht finden in den Präsentationen keine Widerspiegelung. Das bedeutet, für eine erfolgreiche Berufsorientierung sind praktische Beispiele so sehr wichtig, dass Unternehmen, die Nachwuchs haben wollen, deutlich mehr Anstrengungen unternehmen müssen. Sag mal, ich möchte in Ruhe meine Rente genießen und dazu muss ich der Jugend die Voraussetzungen dazu bieten. Und ich sag mal, ich kann nicht darüber meckern, dass ich keinen ordentlichen Nachwuchs habe, wenn ich ihn selber nicht schaffe. Also ich habe Kinder, ich habe Enkel, ich leiste meinen Beitrag auch an der Entwicklung der Jugend. Und das ist das, was man von jedem erwarten muss und nicht zu meckern über die Jugend. Frühzeitige Berufsorientierung ist wichtig. Wenn Eltern wollen, dass ihre Kinder einmal eine gute Arbeit finden, für die sie anständig bezahlt werden, dann sollten sie ihre Kinder auch dabei nach Kräften unterstützen. Frühzeitige Berufsorientierung schafft den Vorsprung, damit später der Beruf nicht nur Broterwerb, sondern auch Lebenserfüllung sein kann.